Ich habe meinen teuersten Taekwondo-Anzug, der auf keinen Fall in einen Trockner rein darf. Der darf noch nicht mal in eine Waschmaschine rein, okay? Ich habe ihn in den Trockner rein. Weil Roborock die ganze Zeit sagt, ja, komm, kein Problem, kein Problem. Du kannst alles, sogar Seide, alles, komm, 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 komm. Hol es jetzt mit durch raus und wir werden sehen, ob Roborock gelogen hat. Hey, euer Doc ist wieder am Start mit meiner wunderbaren Frau von Mama zu Mama. Die macht zu Baby- und Mama-Content. Sie ist heute zu Gast, denn es geht heute um die Roborock Zero One. Es ist eine Waschmaschine. Nicht nur eine Waschmaschine, sondern es ist ein kombiniertes Produkt. Da ist auch ein Trockner drin. Ich war auf der IFA, Berlin, Livestream, habe das Ding dort vorgestellt, 200 Nachrichten gekriegt. Wieso hat sie dich angesprochen, schon auf der IFA? Weil es geht heute um sie, wir machen Review und ich habe sie dabei als Mama von drei Kindern, als Experte. Nimm doch bitte nicht alles weg, was okay. Sie sagen. Okay, sie spricht jetzt. Ihr hört sich an wie bei uns im Podcast. Kriegst du ein Pausenbrot. Das Coole war an der Waschmaschine, als ich sie bei dir auf der IFA gesehen habe, denke mir, boah, ich muss sie haben. Sie hat eine Waschmaschine, nicht nur eine Waschmaschine, sondern auch einen Trockner integriert. Und das ist mega, mega cool. Das Ding haben wir geliefert aufs Tesla-Dach, hat es nicht gepasst. Wir haben sie dann geliefert bekommen auf einer Palette, riesig und auch schwer. Ja. Weil es alles in einem ist. Und die Technologie ist besonders, dazu komme ich gleich, denn wir haben sie 2 Wochen für euch schon vor Release testen können. Die läuft jetzt jeden Tag und wir haben Punkte für euch. Was kann sie gut und was kann sie nicht so gut? Was sie ist, wissen wir schon. Es ist eine waschtrockene Lösung. Sie hat die SEO Cycle Technologie, eine Art geschlossenes System. Da ist ein, ich sage jetzt mal dazu, ein Gestein mit verbaut. Der ist riesig, groß und rund. Dieser Zeolit, der absorbiert die Feuchtigkeit. Der zieht die Feuchtigkeit aus der Kleidung. Diese getrocknete Luft geht dann wieder zurück in die Waschmaschine, nutzt die Waschmaschine für das Trocknen deiner Wäsche schonender als das andere Trockner können. So funktioniert das Ganze und das ist das Besondere. Wir haben es getestet, wir haben das sowohl für die Menschen draußen getestet, die Waschmittel benutzen, aber auch für die, die sagen, ah, ich bin jetzt kein Freund von Waschmittel, gibt ja noch Alternativen. Also wir haben die zwei Welten mal für euch ausprobiert. Nenn mir mal die drei Top-Dinge, wo du sagst, das gefällt mir. Also der allererste Punkt ist, du machst die Waschmaschine an, mit der dreckigen Wäsche drinnen und tust sie dann wieder raus, wenn du natürlich Wasch- und Trocknerfunktion angemacht hast. Schon gewaschen, getrocknet, Bügel fertig, Schrank trocken fertig. Kannst sie rausnehmen und wieder anziehen. Je nachdem, was du für ein Programm natürlich anmachst. Das ist meine Nummer 1. Meine Nummer 2. Notiz. Wir holen mal unsere Handys her, denn wir haben alles dokumentiert. Jeder liest mal bei sich so seine Vor-Plusteile, Nachteile. Du hast jetzt einen Punkt angesprochen zur Schranktrocknung. Es gibt 3 verschiedene Modis. Bügelbereit, Schranktrocknen und Schranktrocknen Plus. Yeah. Schranktrocknen Plus, den haben wir getestet, dauert am längsten, war aber am trocknendsten. Und ich würde heute sogar sagen, der Test bei mir, also bei uns, hat gezeigt, die Hardcore-Variante des Trocknens ist wirklich, kommt davon, was du reinlegst, wirklich schranktrocken gewesen. Also man hätte nicht bügeln müssen, man hätte das Ding direkt anziehen und raus zu einer Veranstaltung, zu einer Party, zu einer Familienfeier, wo auch immer, wenn du deinen Lieblingspulli jetzt reinwirfst, wäre er fertig. Das mittlere war auch in Ordnung, aber man müsste nachbügeln. Richtig. Und dann hattest du die Erfahrung noch gesammelt, als wir Bügel vorbereitet. Also Bügeltrocken. Das heißt, für mich ist das Programm Bügeltrocken, dass es nochmal so eine gewisse Feuchtigkeit hat, dass man das am besten bügeln kann. Aber hier kam das so raus, dass es dann etwas verknitterter war und deutlich mehr gebügelt werden müsste. Es war schwieriger zu bügeln, ja, bei dem Wurf an Wäsche, den wir daraus. Genau. Es war zwar, das Programm ist bewusst dafür vorgefertigt, also vorprogrammiert, voreingestellt, aber wir hatten bei uns im Test das Gefühl, wenn du wirklich gut trocknen möchtest, die mittlere war so am besten. Schranktrocken war so am besten, ja. Klar kannst du jetzt nicht ein T-Shirt, so wie jetzt du jetzt anhast, dann könnte man das gleich dann zum Beispiel anziehen. Das ist also okay. Das war sogar das, ne? Das war wir hatten das denen reingeworfen gehabt und auch der Kittel war auch drinnen, ne? Das, was ich sagen wollte, ist, dass du vielleicht jetzt nicht ein Hemd, was du zu einer Veranstaltung oder jetzt dein Kittel, den müsste man schon
nachbügeln, ne? Also ist jetzt nicht so, dass du jetzt sofort anziehen kannst. Okay. Also so bei feinen Sachen, wo du wie sagst, das T-Shirt jetzt, ne? Genau. Weil das habe ich rausgeholt und hätte das sofort anziehen richtig können. Genau. Genau. Ja, genau, doch, das war das. Wir haben auch komplette Neuware reingeworfen. Ich habe mir so ein geiles T-Shirt bestellt mit einem mega Logo und so weiter, mit so einem Druck. Ich habe das riskiert, habe es reingeworfen. Und dann gab es noch andere T-Shirts, die sie normalerweise mit Hand wäscht, die sie nie reinwerfen würde in die Trommel, aber auch niemals trocknen würde. Und wir haben es riskiert. Und meine Erfahrung, beziehungsweise unsere Erfahrung war die, es kam raus, war nicht kaputt, ist nicht eingegangen. Das Einzige, was ihr aufgefallen ist, das war so ein bisschen rauer. Und dann hatten wir den Druck auch mit reingeworfen. Und da muss ich sagen, dazu kann die Waschmaschine und Trockner nichts weniger. Aber ich persönlich würde Dinge, die bedruckt sind, nicht reintun. Warum? Weil der Druck selber auf Wärme reagiert. Und trotz, dass es so schonend ist, hat man gemerkt, an ein paar Stellen ist der Druck leicht angerissen. Das hat man gemerkt. Und das ist mein persönlicher Tipp. Ihr könnt wirklich, wir haben auch Seide reingeworfen. Also nicht Seide, sondern was ist das da hinten nochmal gewesen? Polyester haben wir reingeworfen und Unterwäsche mir besorgt, weil ich teste gerade ein Gadget und dann musst du so eine Sportunterwäsche tragen. Auch das haben wir reingeworfen und da steht auf keinen Fall trocknen und nichts. Wir haben es getrocknet und ich zeige es euch jetzt. Es ist alles wunderbar sauber getrocknet und ist nicht kaputt gegangen. Also man merkt definitiv, es ist ein schonender Trocknungsvorgang. Dieser Trocknungsvorgang hat aber einen Punkt, der mich persönlich nicht stört. Mama von Mama. Meine Frau sagt, könnte den einen oder anderen stören, muss ich unbedingt euch erzählen, was ist so für dich, was nach dem Trocknen persönlich, wo du sagst, ja, das ist nicht so, da bist du nicht ganz glücklich. Genau, also ich mag, wenn man aus der Waschmaschine oder dem Trockner die Wäsche raustut und es dann einfach frisch riecht, nach frisch gewaschen. Ich mag das einfach, das ist halt so mein Ding. Hier bei dem Programm ist das so, dass man, wie gesagt, dich stört es nicht, aber für mich wäre es dann so, das hat so einen gewissen, dieser Stein gibt. Wir vermuten, das ist der Stein. Entweder die Waschmaschine ist noch recht neu und das ist eine Art gummiartiger Duft, den du beschreibst. Kann sein, dass es noch neu ist und das wird besser. Oder kann sein, dass der, wir nennen das jetzt mal als Stein, dieser Zellulit an sich einen eigenen Duft hat. Den einen kann es gefallen, dem anderen nicht. Sie sagt zu mir, ist jetzt nicht so ihr Lieblingsduft. Gefällt ihr nicht. Genau, so ist es. Dann, aber so ist vom Trocknen perfekt. Mir gefällt die intelligente App mega. Das Coole ist, ich blende es euch mal ein. Die intelligente App, die hat alle Programme. Und die hat eine intelligente Dosierung, das sprich, man tut nur einmal ein Waschmittel rein. Sie tut dir dann auch selber per App dann sagen, du pass auf, du musst Weichspüler oder Waschmittel nach. Also Waschmittel und Weichspüler kann man reintun, richtig? Genau. Hält für 30 Tage. Richtig, übrigens. Je nachdem, ja, wie oft du wäschst natürlich. Und die App warnt dich davor und sagt, ey, pass auf, geht bald leer oder wie auch immer. Ne? Eine coole Geschichte. Kannst aber auch komplett ausmachen und alternatives Zeug reinwerfen. Gibt's ja alles mögliche. Kannst einfach reinwerfen und benutzen. Wir haben jetzt einfach mal einen Waschball reingeworfen, weil der mal seit über einem Jahr bei uns rumgelegen ist. Haben wir damit mal experimentiert. Hat sich halt einfach ergeben. Zusätzlich hast du in diesem Programm die Möglichkeit, wirklich sowohl Trocknen auszuwählen, als auch Trocknen und Waschen und nur Waschen. Ganz viele Programme und das Coole ist, für ganz Doofe, die noch nie eine Waschmaschine bedient haben, dazu gehöre ich, ich hab mehr gewaschen wie sie in den letzten Wochen. Es hat so Spaß gemacht und ich kenne mich überhaupt nicht damit aus. Der mir geholfen hat, sie aufzubauen, hat mich ausgelacht. Na gut, er hat halt mal alleine gelebt, ich zwar auch, aber man hat immer zur Mama die Sachen gebracht. Aber du kannst selbst als Erfahrene, die regelmäßig wäscht, auf das Programm klicken und dann wird dir das Programm alles erklären. Das erklärt dir, welches Grad für was zuständig ist, schleuderntechnisch, also wirklich individuell kannst du dich da durchklicken, ohne Angst zu haben. Und wenn du sagst, boah, nee, für dieses Kleidungsstück ist das Schleudern zu stark, machst du es schwächer. Ja. Oder die Wärme vom Wasser, die Temperatur, Wassertemperatur, passt du einfach an. Oder du sagst, naja, wie willst du es getrocknet haben? Also wirklich bis ins letzte Detail. Ich feiere die App mega, weil sie kriegt dann einfach eine Benachrichtigung, ist fertig. Easy. Wir haben eine Kindersicherung für unseren kleinen Mann, ganz wichtig. Genau, was ich noch sagen wollte, die Kindersicherung ist noch sehr gut bei der Waschmaschine und wenn man noch Zeit verzögern kann, man sie sogar noch anmachen. Das, was mir gefällt, zum Beispiel, du musst dann, wenn du die Waschmaschine angemacht hast, drückst du auf diesen
Da gibt es einen speziellen Knopf, genau, ist ein spezieller Knopf, der ist mehrfach, schließt er für dich die Waschmaschine ab, damit kein Tier oder kein Kind reinklettert, ja, während du, das ist eine Sicherheitsfunktion. Also so smart, dass du überall hingehen kannst und sagen kannst, starte mal, ist es nicht, weil du musst gewissen Sicherheitsstandard einfach erfüllen, was ich persönlich auch wichtig finde. Ja. Du drückst das, nimmst dann deine App und stellst zeitverzögert das Ganze ein oder wählst alles aus und startest. Oder du nimmst das Display, wenn du da regelmäßig immer die gleiche Geschichte reinwirfst. Bei uns ist ja ständig alles anders, ob das jetzt mein Taekwondo-Anzug ist, den wir übrigens auch reingeworfen haben, der normalerweise überhaupt nicht da reingehört. Das Ding kostet über 100 Euro. Wir haben es einfach riskiert reingeworfen, tiefenentspannt, weil sauber rausgekommen. Getrocknet haben wir ihn noch nicht. Ja, da habe ich mich wirklich noch nicht dran getraut. Genau, weil es sind 120 Euro, glaube ich, kostet er, oder 130, richtig teuer, Qualität und da. Hier muss ich jetzt kurz unterbrechen, denn ich habe meinen teuersten Taekwondo-Anzug, der auf keinen Fall in einen Trockner rein darf. Der darf noch nicht mal in eine Waschmaschine rein, okay? Okay, gewaschen haben wir es. Und ich habe jetzt Zeitdruck, ich muss gleich los. Wir haben aber voll verschlafen, den Trainingsanzug fertig zu machen und ich habe ihn in den Trockner rein. Weil Roborock die ganze Zeit sagt, ja, komm, kein Problem, du kannst alles, sogar Seide, alles, komm. Ich habe gewagt. Und jetzt weiß ich nicht, was passiert ist. Ich hole es jetzt mit euch raus und wir werden sehen, ob Roborock gelogen hat oder nicht. Ein bisschen Angst habe ich vielleicht schon, weil es mein Lieblingsanzug und ich habe einfach mal vertraut. Ich habe einfach blind einfach das Ding rein. Auf geht's. Ich schaue jetzt rein. Uff. Ende. Das war der Ton. Da ist er. Es. Warm. Auf jeden Fall warm. Cool. Kommt Wärme raus. Da ist noch ein anderer Taekwondo-Anzug drin. Ich hole ihn jetzt raus. Man hört nebendran noch die andere. Ist ewig laut. Jawohl. Also, schauen wir es mal an. Ich habe ein bisschen Angst, aber er ist warm. Er ist trocken. Ich könnte ihn direkt anziehen, glaube ich. Komm, schauen wir mal. So, da ist er. Schauen wir mal. Das hier ist mein teurer. Und er ist sauber und man müsste ihn gar nicht mal bügeln. Ich könnte ihn direkt anziehen. Hier ganz bisschen, nein. Ey, ich könnte ihn direkt anziehen. Ich könnte ihn, hier ist es ein bisschen zerknickt. Also er hat weder einen Schaden, noch hat er die Farbe verloren. Das hier ist jetzt die Hose. Ey, bei der wird sich meine Frau freuen, die ist jetzt unterwegs. Ey, geil. Sie muss nie wieder meinen Taekwondo-Anzug bügeln, denn der ist einfach rausgekommen und nicht eingegangen. Okay, Roborock, ich glaube euch. Ich bin wirklich froh, es getestet zu haben. Der ist nicht eingegangen, Mann. Und der ist, ja, wie gesagt, ganz leicht. Der Schrank trocknen ist das. Also das heißt, die Funktion, wie gesagt, bis hier auf, kann aber sein, jetzt vom Tragen vielleicht, weil ich es hochgetragen habe, aber easy, ey, cool. Erleichterung. Ich bin echt erleichtert. Ich bin echt erleichtert. Geil. Danke. Ich will wieder bügeln, Mann. Also, puh. Let's go. Aber ansonsten wäscht richtig sauber den Anzug, vor allem wenn du geschwitzt zurückkommst. Genau, dann kannst du zeitverzögert das Ganze einstellen. Das Ding hat auch eine Temperaturüberwachung. Und da kommen wir zum Vor-Nachteil. Es ist eher so ein Vorteil, aber gleichzeitig ein Nachteil. Genau. Du kannst, wenn du ein Programm anmachst, du kannst dich nicht hundertprozentig auf diese Programmeinstellung verlassen. Auf die Zeit. Die rechnet für dich dann anhand des Inhalts grob und anhand des Programmes. Ich glaube, das Gewicht auch. Ja. Eine Zeitfenster. Sie sagt dann zum Beispiel 2 Stunden. Und plötzlich schaust du drauf, sind es 4 Stunden. Ja. Und nach 4 Stunden steht plötzlich da nur noch 5 Minuten. Ja. Weil es eine Temperaturüberwachung hat. Das hilft natürlich zu sparen, nicht unnötig die Wäsche kaputt zu machen. Aber du kannst nicht sagen, okay, das Ding ist jetzt in 4 Stunden fertig oder in 2 Stunden fertig, sondern es variiert und springt hin und her. Wir haben es antreten lassen.
gegen einen normalen Trockner und eine Waschmaschine. Was ist dir da aufgefallen? Gegen die alte und die neue Waschmaschine und Trockner war es so, wir haben die Waschmaschinen gleichzeitig angemacht, war die gleiche Funktion angemacht. Das Coole war, die Waschmaschine ist gelaufen, die neue Waschmaschine ist gelaufen, die alte auch. Und dann hatte ich eine Benachrichtigung von der alten Waschmaschine bekommen, du pass auf, die Waschmaschine ist fertig. Ich so, oh cool, ich muss mal nochmal runter und in den Trockner alles reinschmeißen. Wie ist es in einem fünfköpfigen Haushalt mit drei Kindern? Habe ich es natürlich nicht gleich geschafft und es war irgendwann mal zeitverzögert von 2 Stunden. Und dann habe ich schon eine Benachrichtigung bekommen, die neue Waschmaschine und Trockner sind fertig. Das war halt, da konnte ich gleich schon die saubere Wäsche rausholen aus dem Trockner. Und in der alten Funktion war das noch, ich habe die nasse Wäsche erst in den Trockner. Ich habe es vergessen rein. Und dann ging es erstmal weiter. Das ist halt ein riesengroßer Vorteil, wenn du in beidem hast. Und man hört ja auch immer wieder diesen Kritikpunkt, ja, das trocknet schlechter. So ein Kombiprodukt ist doof. Das trocknet entweder schlecht oder das wäscht schlecht. Wir haben, wie gesagt, wirklich verschwitzte Klamotten von mir genommen. Wir haben alles Mögliche rein, von Bettwäsche, alles war drinnen. Und selbst Flecken, diese müssen aber vorbehandelt werden. Also wir hatten mal einen Versuch ohne Vorbehandlung und mit Vorbehandlung. Wenn du sie mit Gallseife, haben wir mal experimentiert, kannte ich vorher so noch gar nicht. Und das hat das Ding wirklich komplett rausgekriegt. Und auch trocknen kann sie richtig gut. Also du musst hier nicht verzichten. Was sie persönlich stört, ist halt einfach der Geruch, der Eigengeruch, der aktuell noch da ist, der mich persönlich nicht stört. Und 10 Kilogramm waschen, 6 Kilogramm trocknen. Also du musst auch da immer wieder gucken, dass du nicht über diese 6 Kilogramm trocknen kommst, sonst musst du trotzdem nochmal runter und nochmal einen Teil rausnehmen. Das ist auch nur so ein Punkt, den man berücksichtigen muss bei solchen Kombiprodukten. Zusätzlich gibt es ein Selbstreinigungssystem, das heißt so Flusen von Kleidung spült da durch einen speziellen Abwaschabfluss einfach raus und wartungstechnisch musste man da auch nichts machen, denn das Ding ist wartungsfrei, weil es einfach ein geschlossenes System ist. Also das heißt für uns, kein Flusensieb rausnehmen, entfernen, sauber machen und wieder reinstecken. Genau, einfach zack, läuft durch. Alles in einem. Alles in einem. Hast du sonst noch einen Pluspunkt, einen Minuspunkt oder irgendwo, wo du sagst, das ist mir noch wichtig, das ist uns beim Test aufgefallen? Für mich ist noch wichtig, dass wenn die Waschmaschine doch mal spät Abend läuft oder über Nacht, die ist mega leise, ohne Probleme anzumachen. Also man hört sie, die ist da, aber sie ist nicht so laut wie die anderen zwei Dinge, die wir haben, wie jetzt Waschmaschine und ein Trockner. Die ist auf jeden Fall, läuft ruhiger, definitiv. Beim Großen und Ganzen ist ein sehr, sehr cooles Ding. Vorteile, Nachteile habt ihr jetzt gehört. Ja, ansonsten, wenn ihr uns zwei in Kombi sehen wollt, wir haben einen Podcast auf Spotify und auf YouTube, Pixel Pausenbrot Familienleben 2.0. Da chillen wir immer so und reden über unseren Alltag und über unser Leben, über unsere Kinder, über Technik, über Gaming. Also für die Kinder haben, definitiv nicht verpassen. Für die sich ein bisschen weiterentwickeln wollen, ein bisschen so Input haben wollen, auch da gern vorbeischauen. Wir sehen uns zur nächsten Sprechstunde. Vielleicht wieder mal irgendwann zu Besuch. Eure Mama zur Mama. Hier euer Dog. Haut rein. Danke, ciao.